Social Swap hat gerade eine Lotterie gestartet, wo ihr mit einem kleinen Einsatz von $5 einen Bitcoin und natürlich noch ein paar andere Preise gewinnen könnt. Dachte, das wäre für den einen oder anderen vielleicht interessant und darum zeige ich das in dem heutigen Video. Bevor wir da in die Details gehen, erst einmal kurz der Disclaimer. Stoppt das Video hier, liest ihr das durch und dann sollte das gut erledigt sein. Bevor wir auf die Lotterie eingehen, die ich natürlich auch hier verlinkt habe, vielleicht erst einmal ganz kurz ein bisschen was zu Social Swap. Social Swap ist eine dezentrale Exchange, ist ein ziemlich Community-getriebenes Projekt und die sind auch schon seit 2 Jahren am Markt. Das Ganze läuft auf der Tron-Blockchain. Hier findet ihr so ein paar von den besonderen Features, die ganz wichtig sind. Es gibt, wie bei vielen Exchanges, hier die Möglichkeit, auch Einnahmen zu generieren, indem man staked und farmt. Wir haben verschiedene Partner, und die man hier sieht. Und ihr kennt Social Swap vielleicht schon aus meinen Videos über Core, weil Social Swap ist mit Core verpartnert und ihr konntet Core-Token über Social Swap kaufen. Das habe ich hier in den verschiedenen Videos vor ein paar Monaten schon mal so ein bisschen erklärt. Ganz wichtig, hier ist auch ein Video, das verlinke ich euch, wo ich erzähle, wie ihr Tron Link installieren könnt. Das ist so die dezentrale Wallet, um auf der Tron-Blockchain aktiv zu sein. Wenn man so will, ist Tron Link das, was MetaMask für die Binance Smart Chain und einige andere ist. Also es ist super easy und wirklich sehr angenehm zu nutzen. Hier oben seht ihr auch meinen Tron Link. Schaut euch das auf jeden Fall an, wenn ihr das hier nutzen wollt. Gut, so viel eigentlich dann mal zu Social Swap. Und dann gehen wir vielleicht mal in das eigentliche Gewinnspiel. Das ist auch relativ einfach. Man kauft ein Los. Ich zeige euch gleich, wie das geht. Und mit dem Los bekommt man Preise, die sich aktuell auf ungefähr $45.000 belaufen. Es gibt einmal in der Woche eine Ziehung, jeweils am Mittwochabend. Das Video erscheint hier wahrscheinlich am Freitag. Das heißt, die Ziehung dieser Woche ist dann schon um, aber nächste Woche gibt es eine neue. Und man kann sich halt jetzt schon ein Ticket dazu kaufen. Ticket kostet ungefähr $5. Kann man kaufen im Social Swap Token, also im SST, das sind ungefähr 1000 SST, oder auch mit dem Tron Token, TRX, beides TRC20. Und ich glaube, das ist halt hier so ein bisschen als Promo-Aktion gedacht, dass Social Swap ja einfach ein bisschen Aktivität auf die Seite bekommen will, ein bisschen Verwendung für ihren Token haben will und ja, ist, denke ich, eine gute Aktion. Genau, man hat dann so ein Lotterielos. Und je nachdem, wie viele Zahlen übereinstimmen, immer beginnt mit der ersten, bekommt man dann entweder einen Preis oder eben nicht. Wir gucken uns gleich auf der nächsten Folie auch nochmal an, welche Preise wofür da sind. Also letztendlich setzt sich der Preispool daraus zusammen, aus den Ticketkäufen, aus dem, was sie hier Rollover-Preise nennen, das ist hier dargestellt, und dann gibt es noch besondere Preise, wenn man besonders viele Zahlen, 4, 5 oder 6, richtig hat. Genau, der Gesamtpreis im Augenblick sind eben, wie schon gesagt, $45.000. Und hier siehst du dann, was du pro Match bekommst. Also wenn du es schaffst, alle 6 Zahlen richtig zu haben, also ein Sechser im Lotto sozusagen, dann bekommst du einen Bitcoin, 1 Million Social Swap Token und 40% des Lucky Hash Pools in Social Swap Token. Ich nehme mal einfach an, dass es von diesem Los nur 1 gibt. Naja, wenn du dann halt weniger Zahlen richtig hast, bekommst du eben kleinere Preise. Und wenn du nur die erste Zahl richtig hast, bekommst du immer noch 2% des Lucky Hash Pools, wenn ich das richtig verstehe, aus der jeweiligen Woche. Genau, und hier ist die Adresse, die du benutzen kannst. Die ist halt hier auch verlinkt in der Infobox, damit du da auf jeden Fall safe hinkommst. Und dann gucken wir vielleicht mal, wie das Ganze in der Realität aussieht. Also, wir sind hier in der Lotterie. Das ist hier oben auch als Lottery verlinkt. Wie gesagt, alle Links sind da. Und du siehst dann hier den Preispool, wie er im Augenblick ist. Hier kannst du dein Ticket kaufen. Das machen wir jetzt gleich auch zusammen. Und ja, hier ist dann die nächste Ziehung in 11 Stunden, weil ich das Ganze jetzt am Mittwoch aufnehme. Wenn du es am Freitag oder später siehst, ist diese Zahl natürlich anders. Und auch die Größe des Preispools hat sich vielleicht ein bisschen verändert, je nachdem, wie viele Leute eben an dem Spiel mitmachen. Gut, hier siehst du, was in der vergangenen Runde gelaufen ist. Ich habe das jetzt gerade erst entdeckt, deswegen habe ich noch nicht teilgenommen, sondern nehme halt jetzt erst das erste Mal teil. Und genau, was auch noch ganz cool ist, du bekommst hier einen Referral-Link und dann bekommst du einen 10% Bonus auf die Lotterietickets. Darum würde ich mich natürlich freuen, wenn du meinen Link verwendest, dann bekomme ich auch nochmal einen Bonus.
Und wir können auch mal schauen, was dabei rumkommt. Wenn sich das lohnt, machen wir vielleicht nochmal ein extra Gewinnspiel dazu. Hängt jetzt so ein bisschen davon ab, wie stark das Ganze hier genutzt wird. Aber das können wir ja nochmal in der Telegram-Gruppe eventuell diskutieren, wenn ihr da Lust zu habt. Dann würde ich sagen, machen wir mal einfach, kaufen wir ein Ticket. Aber um ein Ticket zu kaufen, brauchen wir den SST-Token oder den TRX-Token oder TRX-Coin. Und dafür gehen wir mal auf die Exchange. Das heißt, wir können hier einfach auf Trade, auf die Exchange gehen und kaufen vielleicht mal genug Social Swap, damit wir das machen können. Und mache das mit USDT. Und wie ganz wichtig natürlich, du musst dich hier oben mit TronLink verbunden haben. Das heißt, du musst TronLink gestartet haben und hier deinen Connect gemacht haben. Und genau, ich habe jetzt hier 500 USDT drauf. Ich swappe vielleicht mal 10 Dollar, damit ich da auf jeden Fall auf der richtigen oder auf der sicheren Seite bin, dass ich genug Lose kaufen kann. Gut, dann sage ich hier Proof and Swap. Öffnet sich TronLink. Das passt alles. Okay, damit bin ich alles zufrieden. Sign to Proof. Nochmal sign. Okay, das dürfte jetzt eigentlich nicht zu lange dauern. Das ist genau das gleiche Prozedere, was ihr auch von MetaMask zum Beispiel auf der Binance Smart Chain oder auf Ethereum kennt. Das ist nichts weiter Wildes, wie immer eigentlich. Gut, das müsste jetzt eigentlich gemacht sein. Wir können jetzt mal die Seite refreshen. Dann müsste man hier die Balance auch sehen, dass sie sich verändert hat. Scheinbar noch nicht. Dauert vielleicht noch eine Sekunde. Wir können trotzdem einfach schon mal in die Lotterie gehen und auf Buy Tickets gehen. Und sagen wir mal, wir kaufen 2 Tickets, weil ich ja 2000 SST ungefähr haben müsste aus dem Swap gerade. Und dann sage ich einfach Buy with SST. Und wenn der Swap funktioniert hat, müsste dann eigentlich alles funktionieren. Also Sign and Approve. Sign, Sign, Sign. Und dann müsste ich meine Tickets auch schon haben. Okay, Transaction Send, Waiting for Confirmation. Das war's schon. Damit habe ich die Tickets. Wir können mal gucken, ob wir die jetzt hier schon sehen. Kann aber sein, dass die Transaktion als solches ein paar Sekunden oder eine Minute oder so dauert. Und dann würden wir das jetzt hier nicht unbedingt sehen. Wo haben wir es denn? Wahrscheinlich habe ich hier noch nichts, weil ich natürlich gerade erst gekauft habe. Kein Problem, wenn man ein bisschen später reinschaut, werden die sichtbar sein. Okay, wir gehen jetzt hier nochmal einen kompletten Reload. Gehen auf die Lotterie nochmal, damit es auch wirklich hier auf der richtigen Seite ist. Das lädt jetzt ein bisschen langsam. Typischer Vorführeffekt, würde ich sagen. Normalerweise ist die Seite eigentlich relativ schnell. Warum das jetzt so lange dauert, weiß ich nicht. Ah, hier sind wir ja. Sehr gut. Also, 2 Tickets sind gekauft. Vielleicht können wir hier mal einfach reinschauen. Your Tickets. Ah, das sieht man noch nicht. Das dauert wahrscheinlich einfach ein bisschen. Müsste man später nochmal reinschauen. Ich mache einfach nochmal einen Refresh, gebe dem ganzen System hier noch einmal die Chance, dass es die korrekte Anzeige macht. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Schade eigentlich. Wir können einfach mal schauen, ob es hier, ob der Swap funktioniert hat. Ja, ich denke einfach mal, dass der Swap als solches nicht funktioniert. Deswegen machen wir es einfach nochmal. Dann seht ihr auch, typischer Vorführeffekt. Nee, ich werde nicht 1 Dollar swappen, das reicht nicht. Wir swappen nochmal 10 Dollar. Wir bekommen hier unsere Social Swap Token, Approve and Swap. Sign and Approve. Schlimmstenfalls habe ich dann hier zweimal geswappt und habe doppelt so viel Token. Damit könnte ich zur Not auch arbeiten. Dann kaufe ich dafür nochmal 2 Lotterielose und dann war es das auch. Ja, das dauert alles ein bisschen, sorry. Das ist etwas zu langsam, um das hier jetzt live zu sehen. Nee, hier sieht man das leider auch noch nicht. Das ist natürlich nicht ideal für das Video als solches. Aber wie gesagt, Vorführeffekt kann man nichts machen. Hier machen wir einmal Connect. Ah, und hier sind die Tickets. Seht ihr, dauert alles ein bisschen, ist ein bisschen hin und her, aber es funktioniert. Und das war's eigentlich, ne? Jetzt müsste ich im Prinzip nochmal genug Social Swap haben, um mir nochmal 2 Tickets zu kaufen. Das mache ich dann vielleicht eher in der nächsten Runde. Muss ja nicht unbedingt übertreiben damit.
Aber ich glaube, das Prinzip ist klar geworden. Ich hoffe, es ist interessant für euch. Wie gesagt, alle Links sind in der Infobox. Und das war's für heute. Danke, ciao.